So eine Ausstellung wird man nicht mehr sehen. Also das ist etwas ganz Außergewöhnliches aufgrund der Werke, die hier zusammengekommen sind. Also es ist wirklich eine Entdeckungsreise für die, die nichts über Kiesler wissen, aber auch für die, die Kiesler sehr gut kennen. Er hat sich einfach nicht um irgendwelche Grenzen zwischen den eigenen Kunstdisziplinen gekümmert. Und da haben wir versucht, so viele Highlights wie möglich zusammenzutragen. Es ist unglaublich schwierig, diese Arbeiten zusammenzubringen und das alleine hat auch mehrere Jahre gedauert. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles notwendig ist. Ist, Skulpturen zu bewegen, Skulpturen über den Atlantik zu verschiffen. Das ist ein Aufwand, der, glaube ich, schon auch ein ganz ein wesentlicher Grund ist, warum diese Arbeiten nie vorher zu sehen waren. So wie wir hier Kiesler in Zug sehen, so haben wir es noch nie gesehen.